Ihr Lieben, im letzten Videogottesdienst, den wir aufgenommen haben, kam dieses kleine Lied schon einmal vor. Es soll uns in diesem Monat Februar begleiten. Dazu ein Bild. Ein Hungertuch über dem Altar, eines, das schon vor 37 Jahren gemalt wurde, in das der Künstler unheimlich viele Gedanken und Symbole, Geschichten und Überzeugungen hineingemalt hat, sodass ein Video allein die Vielschichtigkeit überhaupt nicht ausloten kann. Aber zunächst unser Lied. Gott hat das erste Wort. Es schuf aus nichts die Welten und wird allmächtig gelten und gehen von Ort zu Ort. Gott hat das erste Wort, ehe wir zum Leben kamen, rief er uns schon mit Namen und ruft uns fort und fort. Gott hat das letzte Wort, das Wort in dem Gerichte am Ziel der Weltgeschichte, dann an der Zeiten Bord. Gott hat das letzte Wort, er wird es neu uns sagen, der einst nach diesen Tagen im ewigen Lichte dort. Gott steht am Anbeginn. Und Gott wird alles enden. In seinen starken Händen liegt Ursprung, Ziel und Sinn. Jetzt möchte ich Ihnen unsere Kirche zeigen, wie sie mit dem indischen Hungertuch von Jyoti Sahi aus Bombay aussieht. Ganz offensichtlich christliche Ikonografie, Darstellung von neutestamentlichen Geschichten. Und der Künstler verbindet die Geschichten mit Gegebenheiten seines Landes. Weit weg, könnten Sie sagen, klar, aber auch irgendwie wieder nicht. Lassen Sie uns gemeinsam genauer hinschauen. Worauf fällt Ihr erster Blick? Vermutlich die Jesusgestalt, zentrale Figur, Mitte unseres Glaubens, aber irgendwie auch fremd. Seine Beziehung zu Gott ist nicht unsere, das sehen wir ganz deutlich. Und doch leben wir davon, aber tragen wir das auch im Herzen oder sollen wir es einfach nur glauben? Also fangen wir woanders an zu schauen, vielleicht links unten. Armselige Leute, bittend, flehend, einer sogar blind, wohnen in armseligen Hütten, auf einem Friedhof, weil sie als sogenannte Kastenlose keinen anderen Ort haben. Selbst die Gräber für die Toten, siehe hinten links, das prächtige weiße Mausoleum, selbst die Gräber sind besser gebaut als die Hütten der Ärmsten der Armen. Und diese Armen sind gekennzeichnet auch durch dunkle Hautfarbe. Weiß gilt auch in Indien eben als edler, schöner, höherstehender. Ach je, soll uns jetzt schon wieder ein schlechtes Gewissen gemacht werden, dass wir weiß und hell und gut situiert in Europa sind? Nein. Du bist da, wo Menschen leben. Du bist da, wo Leben ist. Du bist da, wo Menschen leiden. Du bist da, wo Leiden ist. Du bist da, wo Menschen hoffen. Du bist da, wo Hoffnung ist. Du bist da, wo Menschen lieben. Du bist da, wo Liebe ist. Thank you.
Ein schlechtes Gewissen als gut situierte hellhäutige Europäerinnen müssen wir nur haben, wenn wir gut situierte hellhäutige Europäerinnen und gleichzeitig egoistische, und jetzt müsste das böse Wort mit A kommen, sind. Wir können guten Gewissens das sein, was wir sind, so wie wir geboren wurden, wenn wir nicht gleichzeitig denken, wir sind deswegen etwas Besseres oder die Welt gehört nur uns, dann wird's schwierig. Auch die ganz helle Figur in weiße Gewänder entgehüllt, die dort vor dem Mausoleum steht, ist ebenfalls hellhäutig und trotzdem sterblich. Sie war sogar schon tot. Sie ist blass und vermutlich reich, denn sie steht weiß gewandet vor dem Grabgebäude. Es ist Lazarus, der Freund von Jesus, der ihn auf Bitten seiner Schwestern aus dem Tod gerufen hat. Jesus ist das Leben also auch von hellhäutigen, gut situierten Menschen. Jesus sagt zwar, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, aber dass ein Reicher in den Himmel kommt. Aber gleichzeitig, bei Gott ist nichts unmöglich. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben. Also dafür, dass wir weiß und Europäerinnen sind. Das dürfen wir sein. Das dürfen wir gerne sein. Dafür müssen wir uns nicht schämen. Dafür nicht. Wohl aber dafür, dass wir dunkelhäutige Menschen auf Friedhöfen, in armseligen Hütten, in Lagern, auf Müllkippen, in verdreckten Landstrichen leben lassen oder sie gar auf der Flucht, auf Schlauchbooten alleine lassen und lieber fragen, warum sie nicht zu Hause bleiben, anstatt sie als Mitmenschen zu behandeln. Ja, dafür muss Europa sich schämen. Und dann sehen wir voller Bestürzung, dieser Jesus auf dem Bild hat auch eine dunkle Hautfarbe. Ist er doch nicht unser Jesus? Ist er doch nur der Jesus der Armen und Entrechteten und wir sollen uns einfach schlecht fühlen? Ist das so? Schlecht fühlen müssen wir uns nicht. Wenn wir unser Leben dankbar aus Gottes Hand nehmen und nicht meinen, es wäre unser Privatbesitz. Und wir müssten es gegenüber anderen verteidigen und gönnen anderen das Leben und ihre Würde nicht. Dann müssen wir uns schlecht fühlen, denn irgendwann sind wir auch die Knochen da unten. Alle. Ist so. Also, lasst das Wort Gottes reichlich unter uns wirken. Gott hat das erste und das letzte Wort. Wir alle sind angeredet, schwarze, weiße, dicke, dünne. Deswegen darf es auf den Bildern dieser Welt Jesus in allen Erscheinungsformen geben. Afrikanisch, asiatisch, orientalisch, europäisch, auf Grönland wie ein Inuit, in Mexiko wie ein Aztek, in Australien weiß oder wie ein Aborigine. Denn dieser Jesus, der diese besondere Verbindung mit Gott hat, tritt in Kontakt mit uns, wo auch immer wir sind, damit wir alle, wo auch immer wir sind, in Kontakt miteinander treten. Und nicht nur im Kampf um Impfstoffe, sondern in gemeinsamer Solidarität miteinander. Denn Gott ist solidarisch mit uns, im Tod und im Leben. Feiern wir gemeinsam das Leben. Am Valentinstag die Liebe und auch in der Passionszeit, denn Gott macht aus Tod Leben. Amen. Mercy, it falls like the sweet spring rain. Mercy is falling.